Herzlich willkommen zum Stichwort. In dieser Rubrik haben wir im Zusammenhang mit der Predigtreihe zum Markus-Evangelium hilfreiche Hintergrundinformationen gegeben, die dazu dienen, biblische Texte und Ereignisse besser zu verstehen. Viel Spaß beim Ansehen. Heute geht es um das Stichwort Besitz und Reichtum zur Zeit von Jesus. Wie hat man eigentlich über Besitz und Reichtum gedacht? Wie hat man es verstanden und in Beziehung zu Gott gesehen? Kennt ihr den Unterschied zwischen Jesus und dem Kommunismus? Der ist ganz einfach. Jesus hat Armut gelehrt, der Kommunismus hat sie geschaffen. So zumindest mancher, der das deutet. Ich glaube, eins ist aber falsch. Jesus hat nicht die Armut gelehrt, sondern Jesus, er war geprägt von dem, was im Alten Testament über Besitz und Reichtum gesagt wird. Und das Erste, was dort die Menschen geprägt hat, und das hat sie ganz tief an Überzeugung haben sie in sich getragen, alles, was wir haben, gehört eigentlich Gott. Damals im Judentum, das Land, in dem wir leben, ist Gottes Land. Uns nur geliehen. Der Besitz, den wir haben, ist nur Leihgabe. Und es wurde dann deutlich, zum Beispiel, dass man von allen Früchten das erste Gott zur Verfügung gestellt hat. Die ersten Tiere, die geboren waren, gehören Gott. Und damit symbolisch ausgedrückt hat, eigentlich Gott gehört dir alles. Und was ich habe, ist nur von dir geliehen. Und ich habe so damit umzugehen, dass du der Besitzer bist. Das Zweite, was sie geprägt hat, das war die Überzeugung. Und das alles ist eine Gabe von Gott, ein Geschenk Gottes. Und damit auch sehr positiv. Also Besitz, Wohlstand, Reichtum hat man sehr positiv gesehen. Und in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen, in dem Buch Prediger und anderen, da hat man das auch ausgedrückt. Da gibt es einen schönen Vers, Prediger 5, der das so zentral ausdrückt, könnte man noch viele andere nennen. Denn wenn Gott einen Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, dann ist das ein Geschenk Gottes. Ja, so diese Dankbarkeit, Mensch, Gott beschenkt mich, hat man auch als Ausdruck von Segen verstanden. Ja, Abraham, der reich wurde, und hat man gesagt, der ist von Gott gesegnet. Also Reichtum ganz positiv gesehen. Dann natürlich auch als Ergebnis der Arbeit. Ja, ein Lässiger fängt kein Wild, aber ein fleißiger Mensch wird reich. So eine Aussage in den Sprüchen. Ja, und das hat man dann ja auch durchaus, geh hin zur Ameise, du Faul, lerne von ihr. Ja, und dann zu sagen, ja, auch Reichtum ist Ergebnis von Arbeit und ist aber auch nicht das Wichtigste. Da gibt es dann so schöne Dinge, wo man sagt, es hat alles Begrenzung. Ja, und es gibt immer noch etwas, was dann auch eine Schattenseite hat. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Ja, da merkt man, ja, stimmt, kann man nicht essen. Man kann zwar was kaufen, aber wenn nichts zu kaufen da ist, hat man auch nichts davon. Oder wer zu viel hat, kann niemals in Ruhe schlafen. Ja, ist auch was Interessantes, ja, dass man merkt, Mensch, es hat auch Begrenzungen. Dann, es ist zeitlich begrenzt. Wie einer nackt von seiner Mutter Leib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist. Und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit in einer Hand, wenn er dahin fährt. Ja, heute sagen wir, letzte Hemd, was du anhast, hat keine Taschen. Ja, zu merken, alles, was ich habe, besitze, ist nur zeitlich begrenzt, ist Mittel zur Fürsorge. Gott hat das sogar verfügt in seinem Gebot. Wenn du Besitz hast, mehr als zum Lebensnotwendigen ist, hast du die Verpflichtung, dem zu geben, der nichts hat. Ja, und damit ein ganz klarer Fürsorgeauftrag, der gegeben worden ist, und zwar für Witwen, für Waise, für Arme und für Fremde. Es ist interessant, dass das im Alten Testament schon so verfügt war. Das war damals in der Kultur fast einzigartig. Dann als Nächstes, es gibt auch die negativen Seiten. Die werden auch sehr deutlich benannt. Soziale Ungerechtigkeit. In der Zeit der Könige, das war dann so ab David, da hat es dann immer mehr eine Kluft gegeben, soziale Kluft. Ja, wo eine kleine Oberschicht immer reicher wurde und die anderen ärmer wurden. Propheten haben das sehr massiv kritisiert, wie dann nur dem Geld nachgehangen wird und wie dann Ungerechtigkeit geherrscht hat. Es wird kritisiert, dass dann Verführung da ist. Verführung weg von den Geboten Gottes hin zur Illusion, dass man meint, ja, mit Geld, da kann ich mir alles an Möglichkeiten schaffen, da kann ich sogar Gott bestechen. Und dann natürlich auch so diese negative Seite. Man sagt, es hat auch eine unheimliche Macht, dass es Menschen bindet. Da ist dann der Begriff aufgetaucht, Mammon. Ich weiß nicht, viele kennen den Begriff, ja, da spricht man von dem ungerechten Mammon. Geht auf die Bibel zurück, man weiß nicht genau, woher er kommt.
Es gibt die Vermutung, dass es ein Götze war und dass man sagt, ja, da ist einer, der beherrscht mich, der knechtet mich. Und dann gab es zur Zeit von Jesus aufgrund von diesen ganzen Dingen sehr unterschiedliche Ansichten. Ja, man hat es sehr positiv gesehen, Gott schenkt uns. Man hat die Verantwortung gesehen. Ja, man hat gesehen, dass man damit in Verantwortung vor Gott leben soll, aber auch für die Nächsten Verantwortung wahrnehmen soll. Und es gab auch andere, die haben sich sehr stark distanziert. Diese Gemeinschaft in Qumran, zu der wahrscheinlich auch Johannes der Täufer gehört hat, sie haben sich als die Armen bezeichnet und sie haben gewartet, wenn der Messias kommt, die Herrschaft Gottes sichtbar kommt, dann kommt eine Umkehrung der Verhältnisse, dann werden die Reichen arm werden und die Armen reich. Und deswegen haben sie gesagt, sind wir lieber jetzt arm, damit wir dann später reich sind, als umgekehrt. Wieder andere haben sehr stark ihren Reichtum gepflegt, weil sie sagen, wenn der Messias kommt und er richtet sein Reich auf der Welt auf, dann ist es gut, schon richtig gute Häuser dafür zu haben. Ja, dann haben wir schon eine gute Startgrundlage. Und damit wurde es auch sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Jesus hat viel zum Thema Geld gesagt. Er hat das Geld nie abgewertet. Er hat aber die Finanzen oder den Besitz auch gezeigt als etwas, was einen Menschen wahnsinnig beherrschen kann, was ihn in seiner Gottesbeziehung massiv beeinträchtigen kann oder vielleicht von Gott fernhalten kann. Und da werden wir heute nochmal drüber nachdenken. Also jetzt einfach mal diese große Vielfalt, die den Umgang mit dem Besitz zur Zeit von Jesus geprägt hat.